Ein herzliches Willkommen zum wöchentlichen Händler Live Trade. Ja, wie gewohnt wird hier einer unserer Trader heute seine Top-Idee vorstellen und heute wird es natürlich ein besonderer Tag, eben mit den Inflationszahlen, die schon draußen sind. Deswegen spitzen wir alle gemeinsam die Ohren, welchen Trade, Samir, du uns heute mitgebracht hast. Ja, hallo lieber Patrick und hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ja, es geht heute um den DAX selbst als Index. Ich habe natürlich ebenfalls mit Hochspannung auf die Verbraucherpreise heute geschaut und da gibt es auf jeden Fall einiges an Volatilität. Von daher möchte ich mir gerne den DAX hier etwas genauer anschauen. Okay, DAX klingt ja schon mal spannend. Gerade Basisindizes ist ja dein Hauptgebiet auch hier im Live-Handel. Da schon mal die Frage vorab, gibt es da grundsätzlich nur charttechnische, nur fundamentale Gründe gerade wegen den Zahlen heute oder was sind da die Gründe für den Trade? Ja, sowohl als auch. Also im Moment recht schwierig. Wir haben ja heute mit Hochspannung die Verbraucherpreise soweit abgewartet. Die sind natürlich schlechter ausgefallen als erwartet. Da ist jetzt jede Menge spekulative Bewegung unterwegs oder mit anderen Worten Volatilität. Aber wir werden uns das gleich im Anschluss nochmal in der Charttechnik etwas genauer anschauen und da zumindest zu identifizieren, wie das Chancen- und Risikoverhältnis aufgebaut ist. Okay, dann würde ich sagen, zeig uns doch direkt, wie da die Trade-Idee aussieht. Genau, am besten blicken wir mal hier direkt auf den Monitor und da sehen wir zum einen, also die Verbraucherpreise sind soweit rausgekommen. Erwartet wurden 8,8, tatsächlich 9,1, also doch etwas schlechter ausgefallen als erwartet, was dann halt zwangsläufig hier zumindest mal die Marktteilnehmer etwas überraschend getroffen hat und in der Hinsicht oder in Verbindung steht natürlich die Federal Reserve, das heißt, sie muss möglicherweise doch tatsächlich die oder die Leitzinsen aggressiv weiterhin anheben. Das ist zumindest das, was jetzt hier im Raum steht oder ob man das möglicherweise auch weiterhin in kleineren Schritten lässt. Das bleibt ebenfalls abzuwarten, aber dennoch unterm Strich bedeutet halt ganz klar, dass wenn wir hohe Inflationsraten haben, dass natürlich die Notenbank gezwungen ist, die Zinsen aggressiv weiterhin anzuheben. Also, wir schauen uns das mal in der Charttechnik an. Das war zumindest die Spekulation um 14.15 Uhr. Die Zahlen sind jetzt raus. Um 14.30 Uhr sehen wir in der Zwischenzeit, dass der DAX sage und schreibe jetzt knapp bei 12.630 Punkte soweit angekommen ist. Es gibt natürlich da unten das Jahrestief knapp bei 12.400 Punkte, also roundabout 230 Punkte tiefer. Jetzt muss man natürlich schauen, okay, ist das Chance- und Risikoverhältnis perfekt, dass der Markt möglicherweise uns hier nochmal gute Einstiegsmöglichkeiten anbietet. Das heißt, ich hätte lediglich 200 Punkte Risiko. Will heißen, wenn ich also 200 Zertifikate kaufe, mal den 200 Punkten Verlust, dann könnte ich hier einen Trade mit 400 Euro Risiko eingehen und demgegenüber stehen natürlich auch entsprechend die letzten Bewegungshoch der letzten Tage, also in diesem Falle 12,8 oder eventuell sogar 12,9. Das heißt also, selbst bei 12,9 hätte ich auf dem Niveau roundabout knapp 300 Punkte Luft nach oben, also ein Gewinn in der Hinsicht oder in diesem Falle dann von knapp 600 Euro. Also CRV nicht das Beste, aber es wäre zumindest mal attraktiv, diesen Trade umzusetzen, wenn tatsächlich das Jahrestief nicht mehr rausgenommen wird und von hier aus nochmal eine größere technische Gegenbewegung folgen sollte. Okay, soweit zur Theorie. Übrigens, auch dieser Trade wird ja gleich im Anschluss direkt ausgeführt. Deswegen auch die Frage an dich, mit welchem Zertifikat stellst du dir das Ganze vor? Genau, also das dazugehörige Zertifikat, das wird auch hier gerade mit eingeblendet, hat die folgende Wertpapier-Kennnummer. Das ist Ulrich Heinrich 5 Theodor Martha Y. Wir haben hier einen Hebel von 16,71. Der Briefkurs liegt im Moment knapp bei 7,08 €, also sagen wir mal 7 Euro. Da würde ich gerne 200 Zertifikate kaufen mit einem Einsatz von 1.400 Euro. Den Stop würde ich 2 Euro niedriger setzen, also roundabout knapp 5 Euro. Das heißt, die Differenz zwischen Einstieg und Ausstieg sind dann in diesem Falle mit den 200 Stücken 400 Euro Verlustrisiko. Und die Gewinnseite, das heißt das Gewinnziel, das möchte ich bei dem Zertifikat um 10 Euro platzieren, also 3 Euro auf die 7 Euro draufgepackt. Das sind die 300 DAX-Punkte Luft nach oben, die da zumindest von meiner Seite aus reinkalkuliert werden. Also Risiko begrenzt und natürlich versuchen, ein bisschen mehr zu verdienen als das Risiko, wenn der Trade entsprechend läuft. Ja, besten Dank, Damir. So, da hört ihr es. Also gerade hier eben wegen den Zahlen, die jetzt rausgekommen sind, wegen dem Anschlag hier reelle Chancen, zeitnah eben in den DAX den Trade-Einstieg zu finden. Deswegen, der Trade wird auch gleich direkt im Anschluss ausgeführt und für diejenigen, die gerne wissen wollten oder mitverfolgen möchten, wie das Ganze dann weiterlaufen wird, wie dann entsprechend Gewinnmitnahmen, Stop-Loss angepasst werden oder alle anderen Trades, die bei uns laufen, das könnt ihr erfahren. Einfach registrieren unter heavytraders.live und dann mit dabei sein, wenn wir
unsere Gedanken in die Praxis umsetzen und damit wird es dann gleich auch weitergehen. Also hier erstmal allen soweit ein Dankeschön für das Interesse und ja, wir sehen uns im Heavy Traders Livestream. Bis gleich.